So, und damit herzlich willkommen zurück hier bei WoW Shadowlands. Ich hoffe, dass ich heute ein bisschen konzentrierter bin. Im Moment ist das ein bisschen schwieriger für mich. Aber ich versuche mein Bestes zu geben und mich beim Vorlesen vielleicht auch nicht ganz so viel zu verhaspeln. Gut, wo waren wir denn überhaupt? Wir haben ein Schwert aus einem Stein geholt. Oder zumindest einen Teil davon. Und jetzt sollen wir das Ding mal zu einer Schmiedin bringen. So, wie kommen wir denn da jetzt am besten hin? Hier lang. Schaut doch gut aus hier. Der Weg dürfte passend sein. Dann wollen wir mal hoffen, dass das auch stimmt. Ich will den Schnüffelköter wieder haben. Der irgendwie random Dinger... Wie nennt man das, wenn ein Hund was aufspürt? Er schnüffelt hat? Ausgespäht? Ja, ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Aber dafür stimmt der Weg, wo wir jetzt lang gelaufen sind. Na, immerhin. Jö. Ja, da unten... steht sie. Irgendwie hört man tatsächlich trotz des Anmachens der Musik nicht viel davon. Bestehen. Schauend. Ich glaube, da ist aber keine. Oh, man kann aber kontinuierlich hinter... Aha. So, mal schauen, ob es jetzt anders. Gut, ich höre noch nichts. Was habt ihr diesmal kaputt gemacht? Was? Ich habe gar nichts kaputt gemacht. Alle brauchen ständig die Schmiede. Neue Waffen, neue Rüstung. Wir sollen lieber lernen, ihre Ausrüstung richtig zu pflegen. Was denn? Ich bin beschäftigt. Sprecht schon. Oder geht's? Brecht besser auf. Aber das kann doch nicht sein. Das war also der Grund für diesen Aufruhr. Eine Klinge und eine Nachricht von Primus persönlich. Ja, aber eine Klinge ohne Heft taugt nichts. Zeit für ein bisschen Arbeit. Okay. Was sollen wir tun? Er wird einiges an Arbeit erfordern. Okay. Die Usein-Verzauberung. Eine mächtige Klinge braucht mächtige Bestandteile. Ich kenne da etwas, das zu euren Bedürfnissen passen würde. Kürzlich haben unsere Soldaten eine Monstrosität an der Ostseite unserer Hochburg eingefangen, die von den Konstrukten ausgebildet wurde. Myratz ist sich sicher, dass wir den Verstand der Bestie Intelligenz entziehen können. Der Wille eines Primus schlägt die Wünsche eines ambitionierten Barons. Die Knochen der Bestie würden einen idealen Griff für diese Klinge abgeben. Ihr solltet sie nehmen. Okay. Dicke Haut. Und wir kriegen eine Hose. Nice. Denn der Primus hat eine gute Klinge geschmiedet, aber in diesem Zustand wird sie euch nicht viel nützen. Zu eurem Glück besitze ich die Fertigkeit, seine Arbeit fertigzustellen. Dazu brauche ich allerdings Materialien. Die anderen Auserwählten waren zu beschäftigt mit ihren Kampfübungen, um mir in der Schmiede zu helfen. Auch dann, als sie nach mehr Waffen und Rüstungen schrien. Hier kommt ihr ins Spiel. Ihr wollt eine neue Klinge? Die müsst ihr euch verdienen. Nichts ist geschenkt. Alles will verdient sein. Auch okay. Die Materialien für euer Heft. Okay. Ja. Kann ich irgendwie nachvollziehen? Müssen wir nur schauen, wie wir da hinkommen.
oder woher wir das bekommen. Pulsierende Hautfetzen. Okay, die geben die schon mal nicht. Wie lauten meine Befehle? Die hier auch nicht. Tötet Markkäfer. Sind das diese fliegenden Viecher und ich krieg sie einfach nur... Nee. Wo sind hier Markkäfer? Wuchernde Masse. Okay, die Dinge habe ich im BFA schon nicht gemocht. Rein optisch. Wundervollen Bodenpickel. Da oben ist noch einer. Wir haben aber 1:1 die gleiche Optik genommen. So. Jetzt aber. Wenn man mit den Fingern verrutscht und deswegen die falschen Tasten drückt. Oh, du hast noch... Ich hätte gerne deine Knochen. Los, zerbeißt ihn. Und wir können das Ding sogar kirschnern. Nice. Das ist eine gute Voraussetzung. Jetzt brauchen wir nur noch ein paar von den pulsierenden Hautfetzen. Los. Immerhin, also 9 Stück noch. Das könnte ein so ein Ding am besten sein. Mal schauen, ob wir irgendwo noch so einen Bodenpickel finden. Da ist noch, da sind doch noch Bodenpickel. Perfekt. Hallo, lieber Bodenpickel, ich hätte gerne deinen Inhalt. Oh. Nur einer drin gewesen. Okay. Auch noch einen. Okay. Und die Herrschaften hier sind lieber mit Training beschäftigt, statt der Schmiedin zu helfen. Das ist nicht sehr nett. Immer nur haben wollen und dann nichts mehr. So. Das haben wir auch geschafft. Sehr gut. Dann sitzen wir mal. Ich glaube, wir nehmen vielleicht doch lieber das Ding hier. Das passt hier, glaube ich, in die Umgebung deutlich besser rein. Statt unserem armen Lama, das sich hier mal mit Sicherheit nicht wohlfühlt. So, Musik höre ich allerdings immer noch nicht. Etwas Neues gebraucht? Ja, wir waren mutig genug, das zu erledigen. Gut, ich wusste, dass diese Bestie keine Herausforderung für... Ja gut, die hatte auch nur die Hälfte der Lebenspunkte. Ich mache keine Reparaturen. Dachte das Tunschmiede? Ja, wir haben auch die Bodenpope gefunden. Ihr arbeitet schnell, was? Ich könnte mehr Assistenten für euch gebrauchen. Oh, danke. Fleischformung. Bildet im Verlauf von 4 Sekunden ein Schild aus Fleisch und Knochen, der 2 Minuten lang Schaden in Höhe von 20% eurer maximalen Gesundheit absorbiert. Wir kanalisieren in der Nähe einer Leiche, reißt ihr deren Essenz an euch, um den Schildwert auf bis zu 50% erhöhen.
Dies ist bei mächtigen Gegnern am wirksamsten. Okay. Die Klinge des Primus. Das ist alles, was ich brauche. Zeit, sich an die Arbeit zu machen. Ich würde in der Nähe bleiben, wenn ich ihr wäre. Ja, doch, macht Sinn. Klang irgendwie gerade etwas komisch vom Deutsch her. Eine Waffe zu schmieden, ist nie einfach, wenn es um die Arbeit des Primus geht. Wenn ich etwas von ihm gelernt habe, dann das Unerwartete zu erwarten. Rüstung kann schwächen. Und? Sind wir bereit oder nicht? Ich glaube tatsächlich, dass wir im Hintergrund doch leicht Musik haben. Ist nur sehr leise. Ja. Da ist doch glatt ein bisschen Musik. Mal gucken, ob mir das weggeklemmt wird oder nicht. Ich hoffe mal nicht. Habt ihr etwas zu sagen? Der Primus hat mir viel über das Schmieden beigebracht. Aber seitdem habe ich mein Wissen stetig vergrößert. Ja, das ist ja löblich. Er hat die Klinge verzaubert. Natürlich. Ihr solltet euch lieber auf einen Kampf vorbereiten. Was? Okay. Diese Dinger vom Leib, während ich arbeite. Dies ist ein Test eurer und meiner Fähigkeiten. Na, dann arbeiten wir doch mal als Team hier zusammen, würde ich sagen. Kommen noch mehr Gegner? Ich glaube schon. Ja. Derzeit würde ich sagen mindestens 5. Oh, die schilden sich also. Auch schön. Oder sind das alles Seelen, die da gerade rauspöpeln? Dann wären das wirklich viele. Der endgültige Wächter der Verzauberung. Vernichtet ihn und erhaltet eure Runenklinge. Okay. Hey, jetzt haben wir viele Klingen. Auch gut. Bin ich bereit. Über alle hinauszuwachsen. Ich habe sie geschmiedet, aber ihr allein sollt sie führen. Also los. Okay. Wir sollen sie führen. Nicht so, dass ich einen Bogen benutze. Anscheinend wurde eine der Runen ermächtigt, als ihr die Klinge genommen habt. Wie ich den Primus kenne, ist das nur der Anfang. Braucht ihr was geschmiedet? Nee, gerade nicht. Das hier klappen wir auch mal wieder ein. Das brauchen wir da jetzt nicht im Moment. Der Primus mochte seine Prüfung schon immer. Diese habt ihr wohl bestanden. Gut gemacht. Gute Soldaten brauchen gute Klingen. Es ist einige Zeit her, dass ich die Gelegenheit hatte, so eine mächtige Waffe zu schmieden. Gut zu wissen, dass das, was ich vom Primus gelernt habe, sich nicht abgenutzt hat. Ihr kehrt mit dieser Runenklinge besser zu der Baronin zurück. Der Markgraf will sicher ebenfalls wissen, dass ihr sie führt. Der Primus war bekannt dafür, dass er jedem immer 10 Schritte voraus war. Ich vermute, er wusste, dass jemand wie ihr diese Klinge beanspruchen würde. Ich habe euch eine unvergleichliche Waffe geschmiedet. Zerbrecht ihr die Klinge, zerbreche ich euch. Okay. Ich benutze sie einfach nicht, okay? Ich glaube, das ist eine verdammt gute Idee, dass wir die Waffe einfach nicht benutzen. Fleischformung. Ja. Immer wieder die schönen zwei
Möglichkeiten, die wir haben. Immer so eine Angriffs- und eine Verformungsfähigkeit. So. Dann wollen wir doch mal. Ja, doch, mit Musik ist es tatsächlich ein bisschen cooler. Wie gesagt, ich habe halt Angst, weil mir das bei Minecraft einmal passiert ist, dass ich WoW-Musik im Hintergrund... Ich vermute, Hayami hatte viel zu sagen. Ja, gleich. Dass mir das weggeclaimt wurde. Dass ich da... Gut, ich mache sowieso kein Monetarisierung, so deutscher Satz und so. Aber trotzdem möchte ich da jetzt nicht unbedingt einen Strike oder so kassieren, nur wegen sowas. Honka. Mal schauen. Ihr führt eine gute Waffe, jetzt müsst ihr sie einsetzen. Jede Niederlage ist eine Lektion. Ich kämpfe mit dem Bogen. Kunde von Runenklinge hat... Kunde von der Runenklinge hat Margraf Krexus erreicht. Er möchte sie selbst sehen. Mit so einer Waffe stellt ihr eine Bedrohung dar, die anderen Häuser nicht ignorieren können. Vielleicht können wir das zu unserem Vorteil nutzen. Aber genug geredet, folgt mir. Nur die Stadt kommt. Margraf Krexus wartet. Na komm. Noch langsamer laufen geht nicht, ne? Da ist ein Juck. Versuche einfach meine Aufnahme nicht zu niesen. Was ist das? Kollabierendes Magma. Das freiwillig in der Gegend rumläuft. Okay. Boah. Müssen einfach drauf, ne? Ja. Ei. Erst bringt ihr Krieg, jetzt die Klinge des Primus. Ihr werdet immer mehr zur Legende. So wie hunderte und aber hunderttausend anderer Spieler vor und nach mir. Yep. Maldraxus preist die Starken. Zeigt mir eure Runenklinge, Sterblicher. Hier, guck mal, hab ich. Ist ein Muster der fünf Soldatenideale von Maldraxus. Irgendwo. Scheinbar nicht in der Tasche. Seine Feinde zu erheben und sie zu vernichten. Der Verstand, ihre Pläne zu durchschauen und sie zu überlisten. Das unermüdliche Streben nach Sieg, selbst im Angesicht des sicheren Todes. Ja. Beginnt euren Bericht. Heroische Ansprache. Der hat eine Armbrust mit 108. Oh, na gut. Fünf Ideale. Fünf Runen auf der Klinge. Dieselben Runen wie auch im Sitz des Primus. Okay. Eine haben wir ja schon. Das heißt, wir müssen noch vier sammeln, wenn ich es richtig verstanden habe. Das kann kein Zufall sein. Es ist offensichtlich, dass eure Runenklinge mit dem Sitz des Primus verbunden ist. Ich kenne die Pläne des Primus nicht, aber es würde... Nein! Oder bin ich gerade rausgeflogen? Gut. Wir hören uns dann gleich an dieser Stelle wieder. Okay, da sind wir also wieder. Jede Seele muss sich ihren Platz verdienen. So, ich kenne die Pläne des Primus immer noch nicht. Aber es würde mich nicht überraschen, wenn er einen Weg für die Würdigen zurückgelassen hätte, um die Tür zu seinem Sanktum zu öffnen. Draka wird euch zum Sitz des Primus bringen. Wenn ihr den Schlüssel habt, ist uns der Sieg sicher. Nehmt ihr was, Draka? Bringt den Sterblichen zum Sitz des Primus. Wie läuft der Kampf? Sehen wir, was geschieht. Ich gehe als Kundschafter voraus. Zaudert nicht, Soldat. Okay. Stärke entspringt dem Herzen.
Let's fly. Der Sitz des Primus ist seit seinem Verschwinden verschlossen. Viele haben versucht, ihn zu öffnen. Der Primus war ein legendärer Waffenschmied. Mit dem Schlüssel zu seinem Gewölbe gehört sein Arsenal uns. Die anderen Häuser werden bald von dem Schwert hören. Haltet euch kampfbereit. Okay, hier fliegen echt viele Seelen in der Gegend rum. Hat sich gerade ernsthaft ein Fallschirm geöffnet. Na gut, besser als sich weh zu tun beim Runterfallen. Okay, dann verstärken wir mal die Rune. Rune Nummer 1. Juhu! Krexus hat recht. Wir besitzen den Schlüssel zum Sitz des Primus. Cool. Wir haben nichts davon, wenn unser Haus als erstes im Kampf fällt. Wir dürfen uns nicht vom Krieg ablenken lassen. Meldet euch bei der Speerspitze. Wir müssen diese Schlacht gewinnen. Ja. Okay, in Anbetracht der Tatsache, dass das Ding schon... Ja, das Ding ist mehr wert. Und die Vorlage kriegen wir ja trotzdem. Nämlich das teurere. Schütze ich die Schwachen. Oh. Bin ich hier wieder beim Kampflog? So. Für die Ehre des Klingenschwurs. Oh. Sind fünf Dinge. Eine haben wir. Okay. Jedes Haus in Maldraxxus hat zwei Barone. Bevor mein erstes Haus, das Haus der Augen, gefallen ist, hat unser Markgraf eine Baronin entsandt, verdächtiges Verhalten im Haus der Rituale zu untersuchen. Seither habe ich nichts von ihr gehört. Entweder hat sie etwas entdeckt oder fiel dem Verrat zum Opfer. Na gut. Ihre Befehle führten sie zum Verfall in den Osten. Wenn ihr die Baronin findet, gebt ihr diese Vorladung. Sie und ich waren keine Freunde, aber sie ist eine hervorragende Kämpferin. Wir können ihre Stärke gebrauchen. Okay. Das Haus der Seuchen. Das Haus der Seuchen fiel diesem Konflikt als erstes zum Opfer. Wir dachten, ihnen sei eine bloße Unachtsamkeit zum Verhängnis geworden. Hätten wir die Wahrheit doch nur früher gekannt. Doch vielleicht ist nicht all ihr Wissen verloren. Vor eurer Ankunft meldeten unsere Späher Bewegungen bei den Ruinen ihrer Nekropole. Falls es Überlebende gibt, wäre es klug, sie bei uns aufzunehmen. Doch seien wir vorsichtig. Die Giftschäden könnten sie irre gemacht haben. Oder noch Schlimmeres. Baron der Auserwählten. Unsere Streitkräfte bei der Speerspitze werden von Markgraf Garmals Vorhut belagert. Wenn Wyratz selbst die Verteidigung übernimmt, muss die Situation ernst sein. Das Haus der Konstrukte verarbeitet Fleisch, um für ihre Armee Körper zu erschaffen. Früher waren sie unabdingbare Verbündete, doch nun sind sie gefürchtete Feinde. Markgraf Krexus vertraut eurer Macht. Ohne Zweifel werdet ihr sie benötigen. Wyratz ist ungestüm, hat aber recht. Wir brauchen Verstärkung. Okay, da wollen wir doch mal sehen. Was machen wir denn jetzt als erstes? Ich würde sagen, Haus der Seuchen. Suchen wir doch erstmal da hinten die verschollene Baronin und unter... Oder? Suchen wir erst nach Überlebenden und dann gehen wir weiter hinten die Baronin suchen, würde ich sagen. Aber das machen wir erst in der nächsten Folge. In diesem Sinne wünsche ich euch allen einen schönen Tag, Abend, Nacht, wann auch immer ihr diese Folge schaut. Wir hören und sehen uns hoffentlich bei einer weiteren Folge oder bei einem anderen Let's Play wieder.